Über 50.000 Menschen gelten hier im Großraum Banda Aceh noch als vermisst. When something like this happens, you worry about your best friend. Das ist der Pokal, den er im vergangenen Jahr gewonnen hat. Keine 20 Meter von den hoffenden Eltern entfernt die Realität. Leichen, die heute gefunden wurden. Der 55-jährige Ali darf seine Frau mit an Bord nehmen. Wie groß ihr Glück war, die Katastrophe überhaupt überlebt zu haben. We began conducting humanitarian and disaster relief as part of Operation Unified Assistance. Everybody is in the village is all desperate of food and medical aid. I know that there are many, many families at home that are very worried right now. I'd like to express our thanks to the many nations that responded in such a quick amount of time. Nichts, nichts und noch einmal nichts. Wo vor 14 Tagen noch ganze Dörfer standen, gibt es nun nur Schutt und Geröll. Das Wunder, hier haben Menschen den Tsunami überlebt. Very, very difficult to watch all of that. Diese alte Frau wird ausgeflogen, sie kann sich nicht mehr bewegen. Ihr Enkel weicht ihr nicht von der Seite, die GIs müssen das verstörte Kind auch mitnehmen. Für die, die zurückbleiben, gibt es nur einen Trost. Der Hubschrauber wird in wenigen Tagen wieder vorbeischauen, Lebensmittel bringen und die Gewissheit, dass sie nicht vergessen sind. Das ist überaus schwierig mit anzusehen. Ich selber musste Menschen wegschubsen, alte Frauen, die unbedingt nach Banda Aceh ausgeflogen werden wollten. Doch die nächste Krankheitswelle, so fürchten viele, steht schon vor der Tür. Malaria. So wie dieses kleine Mädchen es hat, könnte die nächste große Bedrohung werden. Wir gucken wie ein Kind. Tsunami-Pneumonie haben die belgischen Pfleger, die zum Helfen gekommen sind, diese Form der Lungenentzündung getauft. Hervorgerufen, weil die Kinder das mit aggressiven Keimen verseuchte Tsunami-Wasser eingeatmet haben. All 10 personnel survived the accident. That's what's important. They were immediately evacuated to the USS Abraham Lincoln off the west coast of Banda Aceh. I know that many people are worried right now, so that will be on their minds for quite some time. Als er nach dem ersten Tag merkt, es geht, bleibt er. Jeden Morgen um 9 werden die Bergungstrupps vom indonesischen Militär abgeholt. Man muss da irgendwie abschalten und es einfach als Arbeit sehen, raustragen, mit der man nicht so viel drüber nachdenkt. Urlaub hat er gemacht auf einer Insel vor Sumatra, als die Katastrophe geschieht. Spontan beschließt Daniel, ich bleibe hier und helfe. Die Mexikaner arbeiten mit bloßen Händen, schweres Gerät haben sie nicht. Eine Arbeit, die man wohl nur machen kann, indem man die Toten zwar mit eigenen Händen aus dem Geröll birgt, sie aber nicht an sich heranlässt. Die Elefanten werden eingesetzt in den zerstörten Bereichen hier im Banda Aceh. Ich habe mit Tieren zu tun, denen ich hier bis zum gewissen Grad helfen kann. Deswegen ist für mich persönlich die Arbeit in die Situation wesentlich leichter als für viele andere Situationen, die da draußen im Trümmerfeld ihre Arbeit tun müssen.